Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Ich steige direkt ein. Wir haben ja nur 5 Minuten und gehe von der ersten Einsteigerfolie zur unserer. Also genau, der Titel nochmal. Ich überspringe den direkt, damit wir zügig vorankommen. Ich bin Michael Fuchs. Das da auf den Bildern sind Christine Rutenfranz, meine Partnerin bei den E-Scouts, da komme ich gleich drauf zu sprechen, und Katrin Braungart, die so ein bisschen unser Supervisor ist. Wir möchten gleich einmal unser Projekt vorstellen und danach OpenRUP. Das ist unsere offene Plattform, da erkläre ich dann auch was zu. Das Projekt eScouts, davon bin ich einer von insgesamt 6 Studierenden, das sind wissenschaftliche Mitarbeiter, und das ist ein Projekt, das seit 2015 im Bereich E-Learning existiert. Das wird finanziert aus Qualitätsverbesserungsmitteln und hat bis jetzt erstmal eine Laufzeit bis 2019. Die eScouts, wie gerade erwähnt, sind studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dabei gibt es 3 eScouts-Teams. Das erste eScouts-Team ist das Team Inverted Classroom, das zweite ist Gamification und meine Partnerin Christine Rutenfranz und ich bilden das dritte Team eScouts, OER und MOOCs. Und auf die möchte ich jetzt auch so ein bisschen eingehen, weil darum geht es ja auch heute. Wir fokussieren uns im Moment so ein bisschen auf das Thema OER, weil wir an der Ruhr-Universität keine MOOCs haben zurzeit. Wir hoffen, dass das in der Zukunft noch kommt. Und fokussieren uns dabei im Besonderen darauf, Lehr- bzw. Lerninhalte in der breiten Öffentlichkeit einfach und kostenlos zugänglich zu machen. Dabei geht es eben nicht nur um Kurse und deren Inhalte, sondern auch zum Beispiel um didaktische Konzepte. Und dann wollen wir natürlich anstreben, dass all die Sachen auch mit einer offenen Lizenz als OER veröffentlicht werden, vorzugsweise als Creative Commons. Die Ziele möchte ich jetzt gar nicht groß ansprechen, damit wir schnell weiterkommen. Das sind typische OER-Ziele. Im Bezug auf Hochschulen dann. Und jetzt zu OpenRUP, das ist unsere Plattform, Moodle-basiert, die offene Lehre darstellen soll. Wie gesagt, ein Portal für frei zugängliche Bildungsmaterialien mit unterschiedlichen Präsentationsformaten, die ich gleich beispielsweise ganz kurz vorstellen möchte und die dann teilweise eben als OER mit CC-Lizenzen versehen sind. Das Ziel ist da, wie gerade schon so ein bisschen, Bildungsmaterialien einfach und sicher nutzen zu können, die erstellen zu können, die weiterzugeben oder gegebenenfalls auch weiter zu bearbeiten. Also der typische OER-Gedanke eigentlich. Zugriff hat man darauf über unser Moodle. So sieht unser Universitäts-Moodle aus. Und da ist unten rechts so ein wundervoller Punkt, der nennt sich OpenRUP. Und wenn man den anklickt, kommt man auf diese Seite. Das ist unser OpenRUP. Da hat man erstmal ganz viele verschiedene Formate. Und die kann man zusammenfassen zu folgenden. Das sind einmal Informationskurse. Das sind Vorkurse, Selbstlernkurse, OCWs, das sind Open Courseware und in Klammern MOOCs, die wären da optimalerweise, wenn wir welche hätten. So können Informationskurse aussehen. Passenderweise haben wir jetzt hier einen zum Thema Lehre und Lernen öffnen. Der richtet sich jetzt hauptsächlich an Lehrende der Universität und der soll einführen und informieren. Das sind die sogenannten Vorkurse. In dem Fall wären es zum Beispiel Japanisch, Chinesisch und so weiter. Super praktisch für Studierende, die eben noch keine Studierende sind, die erst darauf zugehen zu studieren und sich erste Informationen beschaffen möchten. Ist öffentlich zugänglich für jeden das Ganze. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Das wäre jetzt ein Selbstlernkurs, passenderweise zum Thema heute, der Selbstlernkurs OER. Den kann man durcharbeiten, der vereint nicht nur OER und hilft einem dazu zu lernen, hat dazu noch Gamification-Elemente in Form vom Tool Level Up, verbindet also ganz viele neue oder moderne Funktionen. Und dann haben wir eben noch die OCWs, die Open Courseware ist ein Prinzip, das wir von der MIT übernommen haben. Da geht es grundsätzlich darum, dass Kurse geöffnet werden und dann, beziehungsweise wir hier in Moodle so einen Demo-Kurs haben, den Lehrende dann mit ihren Inhalten füllen können und nach Belieben benutzen können, der dann ein einheitliches Format bietet. Optimalerweise kann man diese OCWs dann auch als OER veröffentlichen. Das wäre natürlich immer das Ziel. Und damit bin ich mit genau 30 Sekunden Restzeit auch durch. Verweis noch einmal per QR-Code auf unsere eScouts-Website, wer noch mehr Informationen haben möchte, und bedanke mich und gebe weiter an den nächsten Redner.